Eine Quatsch-Comedy-Show wäre nicht Quatsch-Comedy ohne unseren nächsten Gast. Er gehört quasi schon seit Tag 1 zum Inventar. Er hat mehr Shows gespielt, als ich Haare auf dem Körper habe. Es ist mir eine große Ehre, ihn jetzt ankündigen zu dürfen. Und ich raste aus. Sein Name reimt sich auf. Es rappelt. Er zappelt. Rastet aus. Hier ist Ingo Appelt. Toll. Dankeschön. Es rappelt, wenn Appelt alle verappelt. Das ist schön. Hallo, liebe Freunde. Hallo. Ich freue mich natürlich, dass ich mal wieder dabei sein kann. Quatsch, ich war von Anfang an dabei. Und Quatsch, ich muss ganz ehrlich sagen, Quatsch ist mir heute schon im realen Leben, da habe ich das heute schon gehört. Ich bin nämlich mit der Bahn hergekommen. Ja, da sagen wir, kann ja nicht sein, dass du hier bist, dann ist doch Quatsch. Nein, nein, ich bin hier. Ich bin wirklich hier, ich bin es wirklich, weil ich habe es geschafft. Ich habe einfach genug Zeit eingeplant, 10 Stunden bis Köln. Einfach mal, ja, ich steige in Leverkusen in den Zug und werde am Bahnsteig direkt erkannt. Weißt du, wie die sagen, also, das ist doch der Ingo Appelt, ne? Das ist doch der Ingo Appelt. Schreit einer dann, nee, Quatsch, so fett ist der nicht. So, und ich, mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin noch nicht fett, oder? Ich bin ein Plus-Size-Model. Ja, und ich nenne mich in Zukunft einfach Ingo Moppelt. Das ist einfach sehr, sehr schön, weil ist diese Plauze fett? Das ist doch nicht fett genug, oder? Muss man doch mal ganz klar sagen. Ich finde, die sollte so fett sein, dass wenn man da morgens draufklatscht, dass der abends noch wabbelt. Das fände ich schön. Der Bauchspeck, das bisschen, was ich da habe, das lasse ich mir einfach absaugen und dann hier ins Doppelkinn lasse ich es aufspritzen. Und dann arbeite ich als Bastian Pastewka-Double, ja, und eröffne Tankstellen. Ja, dieses ganze Dicken-Bashing, das geht mir richtig auf die Nerven, oder? Neulich, ja, kam dieser Schlankheitsverliebte, dieser Sportfanatiker, Kai Pflaume. Ja, Kai Pflaume, diese Reitpeitsche auf zwei Beine, ich meine, der sieht aus. Ja, da kam der Ingo, Mama, Sport, du wirst immer fetter. Ich habe gesagt, hör mal, Dörpflaume, ich mache keinen Sport. Ich habe noch nie Sport gemacht. Was ist das Ergebnis? Ich war noch nicht einen Tag im Krankenhaus, nicht ein einziges Mal, weil ich keinen Sport mache. Ja, aber meine Sportfreunde, die haben ja alle ein Abo im Krankenhaus, weißt du? Ja, dann, ja, Sehenscheidentzündung, Achillesferse muss dann wieder dran getackert werden, neue Kniescheiben, neue Hüfte, 5 Bandscheibenvorfälle, weißt du, alles kaputt, die Schulter muss wieder eingerenkt werden. Am besten sind die Skifahrer. Skifahrer, die liebe ich ja, die zerstören gleichzeitig die Knochen, die Leber und die Alpen. Ja, also wenn dir mal so ein Skier quer durch den Schädel, passiert ja regelmäßig, bam, einmal da durch, hast du hier eine Silberplatte, da 5 Titannägel, aber gesund, Hauptsache gesund. Und dann kommen die, Ingo, mach mal Sport. Ich sag quasi, Modo, halt die Fresse, ich hasse Sport. Ja, deswegen bleib ich lieber fett. Ich bleib lieber fett. Und das ist ja so. Wollen wir auch ganz klar sagen, fett sind nur wir Männer, muss man ganz klar dazu sagen, Frauen sind nicht fett, Frauen sind curvy. Ja, die sind curvy, die sind cool. Ja, und man muss ja auch wirklich aufpassen, was man da sagt, ne? Gerade zu Hause. Meine Frau, die ist ja auch eher so ein bisschen curvy. Ne? Also wenn du da sagst, du bist so drollig und mollig, das ist, macht die nicht. Ne? Oder du bist eine schicke Dicke, das ist, gibt Ärger. Los, hops, mein Mops, da ist schnell dicke Luft, weißt du? Ich habe mit meiner Frau, wir haben uns jetzt drauf geeinigt, wir haben gesagt, Schatz, du bist vollbusig. Habe ich gesagt, du bist vollbusig. Und er hat gesagt, vollbusig, damit kann ich leben, finde ich ganz toll. Und er hat gesagt, Schatz, du bist vollbusig und zwar überall. Ja, und dann musste ich wieder 3 Wochen im Keller schlafen, aber ist egal. Zu Hause bin ich eben eigentlich so, ich bin Dienstleister. Ja, als Mann muss man sich sozusagen, man muss sich hier anstrengen, sonst gefährdest du deinen Duldungsstatus. Ich meine, ja, ich habe neulich mal wieder diesen Witz gehört, vielleicht kennt ihr den noch. Wozu braucht eine Frau einen Mann? Weil Vibratoren nicht Rasen mähen können. Versteht ihr? Früher habe ich drüber gelacht, heute habe ich Angst. Jedes Mal, wenn ich an so einem Garten vorbeikomme, wo so ein Rasenmäher-Roboter seinen Dienst verrichtet, da stehe ich immer daneben, schon wieder einer weniger von uns. Schon wieder einer weg. Ja, ja, das ist, kennt ihr auch, ne? Oder? Ja, Männer müssen alltagstauglich sein, ne? Einen Gebrauchswert haben. Ne? Alltagstauglich, also ich zum Beispiel, ich bringe meiner Frau jeden Morgen das Frühstück ans Bett. Machst du sowas auch? Frühstück ans Bett bringen? Ich stelle mir jeden Morgen den Wecker, 1 Stunde früher, dann stelle ich mich in die Küche, lass die Türen auf, damit ich mich aus dem Bett raus sehen kann. Ne? Ja, ich mache das nackt, das Auge ist mit. Ja.
und dann mache ich das Frühstück, die Brötchen schön und dann ne, frisch gebacken und schön belegt. Dann, dann nehme ich so Radieschen, die schnitze ich so zurecht, dass sie so wie Röschen aussehen. Dann die Erdbeeren mit flüssiger Schokolade, die ich vorher im Wasserbad erhitze. Die kommen so über die Erdbeeren drüber. Dann eben frisch gepresster Orangensaft, frisch gemahlener Kaffee. Oh, das duftet schon so, das zieht ja durch die ganze Wohnung. Dann kriegt sie das natürlich mit. Meine Frau liegt im Bett. Ah, Herr Ingo, mach Frühstück. Dann komme ich auf sie zu, die sieht morgens natürlich noch aus wie ein überfahrener Maulwurf, ist klar. Aber das sag ich ihr natürlich nicht, sondern ich komme mit dem Tablett an und sage, Schatz, du siehst jetzt schon hinreißend aus. Deine Augen funkeln wie Sterne am Firmament. Diamanten gleich funkeln sie durch die Finsternis und weisen mir den Weg direkt in dein Herz. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich hab dir Frühstück gemacht. Weißt du, lass es dir schmecken. Kleinigkeit, du weißt, was ich meine. Das sitzen die Männer wieder da, du machst die Preise kaputt, du Wichser. Weißt du, früher mit dem Fickenschild rumlaufen und jetzt Frauen verstehen. Alltagstauglich, Freunde, alltagstauglich. Kollege, denkt an den Rasenmäherroboter. Ich bin zu Hause der Herr der Küche. Mittlerweile glaubt meine Frau, ohne mich würde sie verhungern. Das ist wert. Das ist, ich koche immer, was sie will auch. Ich koche für sie. Und jetzt will sie kein Fleisch mehr. Die will kein Fleisch mehr. Und ich lebe, weißt du, Krustenbraten. So einen schönen Krustenbraten, frisch, weißt du, 8 Kilo, schön vom Biometzger. Direkt aus der Sau rausgeschnitten, verstehst du? Muss ich heute alles alleine fressen, deswegen sehe ich so aus. Ja, das ist doch das. Wenn du heute 10 Leute zum Essen einlädst, dann musst du 20 verschiedene Gerichte anbieten. Weil jeder hat ja eine andere Möhre quer am Arsch, verstehst du? Ne? Ja, das ist ja das dauert doch nicht lange, da stehst du mit deiner Bratwurst draußen vor der Tür, weißt du, in der Kälte, nee, ausgegrenzt, mit den Rauchern, stehst du da draußen, ne? Und die Raucher schon so, willkommen im Club, hast du mal Feuer? Nee, sag ich, ich hab Senf, ja? Das kannst du dir ans Auge schmieren, brennt auch. Ja, wirklich. Letzte Woche habe ich mit meiner Frau Popo-Massage gemacht. Ich mache das regelmäßig. Macht ihr das auch? So Popo-Massage? Geil. Ja, ich habe extra so ein ayurvedisches Massageöl. Ayurvedisch. Das kostet ein Schweinegeld, aber meine Frau ist mir das wert. Und das muss man auch 42 Grad erhitzen. Genau 42 Grad. Habe ich mir extra so eine Herdplatte gekauft, hat ein Töpfchen oben drauf, Thermometer rein, dann kommt das Öl da rein. Genau 42 Grad. Noch so ein bisschen Musik dazu für die Stimmung. So. Da freut sie sich. Ja, jetzt geht's gleich los. Dann greife ich in dieses 42 Grad heiße Öl. Du denkst natürlich, du verbrennst die. Ja, aber wenn das beim Popo ankommt, ist es genau richtig. Dann verreitet und oh, das ist aber schön, Ingo. Oh, das ist schön. Denn mittlerweile nehme ich Schweineschmalz, weil mir fehlt ja der Krustenbraten so. Verstehst du? Ja, und mit dem Schweineschmalz habe ich wenigstens olfaktorisch ein Krustenbraten-Erlebnis. Ja, dann sagt er, Schatz, möchtest du noch ein Peeling haben? Nehm, auch, sagt er, ach, ein Peeling, Ingo, ein Peeling, das wäre super. Dann nehme ich so eine, hau ich so Röstzwiebeln drauf, eine ganze Packung. Und, die reibe, und dann ist es perfekt, meine lieben Freunde, in diesem Sinne. Dankeschön, das war's von mir. Ladies and gentlemen, Ingo,